Ach Leute, gebt euch den geilen Ausblick. Ich bin jetzt gerade hier am Silbensteinspeicher. Bin ich echt oft ganz gern hier, Mann. Es ist richtig schön. Es ist nur brutal kalt heute. Sieht zwar irgendwie warm aus, aber das unterschätzt man dann doch, weil es ein paar Höhenmeter höher liegt. Und im Schatten, Alter, fritzt mich ungefähr. Aber echt ganz geil. Ich denke, man sieht es ja auch, wie schön es hier ist. Jetzt werde ich mich wieder auf den Weg nach Hause machen. Ah, shit, jetzt habe ich den Rucksack noch vergessen. Da ist nämlich schon meine Kamera drinnen. So, der wird jetzt wieder aufgeschnalzt. Ah, Rucksack fahren ist echt ätzend. Mag ich nicht so gern normal. Aber mei, das ist nur ein kleiner, sonst kann ich die Kamera gar nicht mitnehmen. Ist ja auch blöd. Deswegen den ganzen Weg wieder retour. Das ist halt viel geradeaus, langweilige Strecke eigentlich im Endeffekt. Man könnte auch anders retour fahren, aber das ist mir dann doch ein bisschen zu weit und zu lang dann auch der Umweg. Und deswegen fahren wir so zurück, wie wir gekommen sind. So ähnlich zumindest. So. Ach ja, was ich noch gar nicht gesagt habe, ich habe mir neue Handschuhe gekauft. Ich habe eigentlich dazu einen Vlog gemacht zu den neuen Handschuhen. Das Geilste, was mir passiert ist, ich Volldepp, habe da noch zwei, drei andere Videos eigentlich zugedreht zu dem ganzen Thema. Ja, was ist dann passiert? Ich Volldepp schieb die Karte in meinen Computer und aus irgendwelchem Grund habe ich sie formatiert. Fragt mich nicht wieso, kann ich euch nicht mal sagen. Auf jeden Fall habe ich die ganzen RAW-Dateien einfach gelöscht. Mein Gott, wie doof. Wie dumm bin ich eigentlich? Wie doof muss man sein? Naja, nochmal kurz zu den Handschuhen. Die sind im Prinzip von der Marke Firefox sind die. Sind so Art Sommerhandschuhe. Bin eigentlich echt zufrieden mit denen. Jetzt habe ich schon ein paar Kilometer abgewickelt. Das sind halt wirklich Sommerhandschuhe, relativ leicht. Man hat ein super Handgefühl. Das war mir wichtig, dass man ein super Handgefühl hat. Und ja, vom Preis, ich glaube, ich habe 40 Euro im Ausverkauf gezahlt. Das ist, denke ich mal, auch okay. Ich wollte eigentlich mal in Amazon nachschauen, was die so im Internet kosten. Das weiß ich nämlich jetzt gerade gar nicht. Passen halt nicht wirklich zu meiner Maschine mit dem Weiß. Aber das war mir da im Endeffekt egal. Irgendwann werden nochmal gescheitere oder andere gekommen. Aber jetzt vorab habe ich mir mal die geholt. Und die sind halt wirklich aus Leder. Und ich hoffe, dass die dann auch mal ein bisschen länger halten als meine alten. Die haben ja ungefähr gar nichts gehalten, weil das war so scheiß Kunstzeug. Das hat nichts gehalten, Alter. Sind so kaputt gegangen einfach. So, habe ich jetzt grün? Ich glaube, jetzt habe ich grün. Ich bin mir nicht mal ganz sicher. Sieht man nämlich so scheiße auf der Ampel. Auf jeden Fall war das natürlich dann schon sehr ärgerlich, dass die ganzen Videos auf einmal weg waren. Ich setze mich so an den Computer und denke mir so, ja, findest du schon noch irgendwie. Habe ich alle meine Platten abgesucht? Nö, ist nicht aufgetaucht. Also voll für den Arsch. Ohne Witz. Alter, es ist echt frisch. Gut frisch ist es. Bremst du auch 30 ist jetzt hier. Mein Gott. Ein Harley-Fahrer, der mich grüßt, oder ein Chopper-Fahrer. Ob es eine Harley war, habe ich nicht genau gesehen. Ja, neben uns fließt die Isar. Der auch durch München geht. Und ja, da im Gebirge sind eben auch die Ursprünge. Das ist echt ganz geil anzugucken. Aber leider, da kommen wir dann auch auf jeden Fall nochmal hin und schauen uns das mal an. Nur jetzt ist gerade zeitlich bei mir ein bisschen schlecht. Aber es ist echt voll schön dort. Also kann man mega chillig Picknick machen. Die Sonne genießen. Nur das Wasser ist auch selbst im Sommer so arschkalt. Zum Baden.
Garten, hey, da braucht man schon, da muss man schon abgehärtet sein, um da reinzugehen. Also das ist schon echt richtig krank kalt. Das schätze ich mal so 6 bis 7, 8 Grad vielleicht. Im Sommer, wenn es hochkommt, sind es vielleicht 10. Also das ist mehr als unangenehm. Servus, grüß halt nicht, du Penner. Dann eben nicht. Mir auch egal. Boah, schöner C63. Ich liebe dieses Auto. Auch noch ein kleines Karpönchen von dem Drehen, habe ich richtig Bock drauf. Leute immer so viel Zeit zum Golfen haben, das ist ja krass. Das ist krass. Hast mal einen Tag frei, Alter. Denkst ungefähr, geil. Alles frei, niemand da, jeder in der Arbeit. Du brauchst nicht glauben, ungefähr alle am Golfen. Oh Mann. Die Zeit hätte ich auch gern. Nein, Spaß. Golfen ist schon eine geile Sache, aber ich bin noch zu jung dafür. Das war eine attraktive Dame in dem Trecker, du. Das glaubst du selbst nicht. So viele Leute gefragt, hey Marv, welche 125er empfiehlst du? Was hältst du von der und der Maschine? Und deswegen wollte ich heute einfach mal ein Video machen, welche Maschine bzw. welche 125er hätte ich mir damals gekauft, wenn ich ein 125er...